Wie tötet man einen Sith? Vor allem, wenn man selbst kein Machtnutzer ist, der ihn im Kampf besiegen könnte. Sagen wir, man ist ein Kopfgeldjäger. Das haben wir sowohl uns selbst als auch euch gefragt und wir haben ganze 80 Antworten bekommen. Und ich weiß jetzt nicht, was an dem Tag mit euch los war, aber zu 80% wurden wir einfach nur getrollt. Das ist auch gut. Hier sind die besten Antworten. Falls ihr die sehen wollt, könnt ihr jetzt pausieren. Es sind auch noch mehr von der Sorte im Video verteilt, also bleibt dran. Highground. So, aber wie tötet man denn jetzt einen Sith? Es gibt sehr viele Methoden, die man als Kopfgeldjäger alle mal durchprobieren sollte, da man pro Methode eine grobe Erfolgschance zwischen 20 und 60% hat. Am Ende des Videos zeigen wir euch aber einen Weg, wie man diese Erfolgschance auf fast 100% boosten kann. Fangen wir aber erstmal damit an, was man nicht tun sollte. Schmeißt euren Blaster am besten sofort ins Meer. Der wird euch nämlich gar nichts bringen. Warum, ist denke ich selbsterklärend. Was aber funktionieren könnte, ist Giftgas. Wenn es einen Raum gibt, in dem ein Sith sich oft aufhält, zum Beispiel eine Meditationskammer, dann könnte man diesen mit Giftgas füllen. Und sofern der Sith nicht schon vorher in der Macht spürt, dass etwas nicht stimmt, könnte das schon reichen, um ihn zu töten. Man halbiert ihn vertikal und Jahre später horizontal. Was auch funktionieren könnte, sind Flammenwerfer. Der Sith kann die Flamme weder mit dem Lichtschwert parieren, noch kann er sie mit der Macht umlenken. Er kann ihr aber ausweichen. Deswegen funktioniert diese Methode besonders gut, wenn man sich in einem Moment, in dem der Sith es nicht erwartet, von hinten anschleicht. Aber da geht mehr. Was hat die Vorteile von einem Flammenwerfer, aber viel mehr Schadenspotenzial? Sprengstoff. Man kann Granaten oder Raketen aus einer bequemen Distanz auf sein Ziel abfeuern, ohne sich dabei selbst großen Gefahr zu bringen. Auch hier hat man den Vorteil, dass sie nicht abgewehrt werden können. Sie können allerdings mit der Macht umgelenkt werden. Aber das auch nur, wenn der Sith den Angriff kommen sieht. Deswegen ist auch der Schlüssel zum Erfolg dieser Methode das Überraschungsmoment. In 20 kleine Stücke schneiden und dann in Lava werfen. Oder ihn einfach senkrecht halbieren. Eine weitere Steigerung wäre der Einsatz von Disruptoren. Darüber haben wir vor kurzem erst ein Video gemacht. Es handelt sich hier um unfassbar mächtige, instabile Energiepartikel. Egal wo sie den Körper treffen, jeder Treffer ist tödlich. Das Ziel wird sofort auf molekularer Ebene aufgelöst. Auch das kann man nicht mit einem Lichtschwert parieren. Wenn man also auch hier einen guten Moment erwischt, könnte man mit einem Disruptor Erfolg haben. Was hier noch stärker wäre, wären unsere T-Shirts aus der I Don't Like Sand Kollektion. Schaut da mal vorbei, falls ihr uns unterstützen wollt. Rabattcodes sind unten im angepinnten Kommentar. Man kann es aber auch mit dem direkten Nahkampf versuchen. Dazu braucht man allerdings eine mandalorianische Kampfausbildung. Wenn man die aber hat, ist alles gut. Mandalorianer konnten schließlich auch mit den Jedi mithalten. Also warum nicht mit den Sith? Dazu braucht man Panzerung aus einem lichtschwertresistenten Material, wie zum Beispiel Beskar. Außerdem braucht man auch eine Waffe. Entweder ein Lichtschwert oder auch hier etwas aus lichtschwertresistentem Material. Ein Geheimtipp hier ist Kortosis, welches nicht nur lichtschwertresistent ist, es ist sogar stärker. Mit Kortosis kann man Lichtschwerter kürzen. Beim Nahkampf gegen einen Sith sollte man auch Geduld und Ausdauer mitbringen. Da sich Sith grundsätzlich von ihren Gefühlen leiten lassen, kann man mit ihrer Geduld spielen. Wenn sie ungeduldig werden, passiert ihnen vielleicht irgendwann ein Fehler und den kann man dann ausnutzen. Am besten stellt man sich am Anfang schwächer als man ist und lässt den Sith glauben, er hätte die Überhand. Dann zieht man den Kampf in die Länge. Und wenn der Sith dann irgendwann die Geduld verliert oder es einfach nicht erwartet, dann haut man ihm alles um die Ohren. Flammenwerfer, Raketen, Granaten, Disruptor, Jango Fett, das Zillubiest, den Todesstern, einfach alles. Wenn sie abgelenkt sind, einfach von hinten packen und wegwerfen. Aber wie am Anfang schon angekündigt, gibt es eine Sache, mit der man sich sehr viel Mühe ersparen könnte. Man könnte dann wirklich mit jeder Methode eine Erfolgschance von nahezu 100% haben. Und zwar legt man sich ein Haustier zu. Aber nicht irgendeins, man holt sich einen Isalamiri. Manche von euch werden sie noch aus der Thrawn-Trilogie kennen. Diese salamanderartigen Tiere erzeugen eine Blase von 10 Metern, in welcher die Macht nicht benutzt werden kann. Mehrere zusammen können diese Blase auch wachsen lassen. Bedeutet, mit Hilfe der Isalamiri machen wir einen Sith wortwörtlich machtlos. Danach funktioniert jede bereits erwähnte Methode eigentlich problemlos. Oder man fragt Papa Palpatine, ob man sich den Todesstern ausleihen darf. Problem gelöst. So tötet man einen Sith. Falls ihr jetzt noch wissen wollt, wie man einen Jedi tötet, dann schaut euch dieses Video als nächstes an. Manche Methoden werden euch bekannt vorkommen, andere nicht. Josh und Dima out.